Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und in diesem Video reden wir über die BDO Patch Notes vom 14.06.2023. Dann fangen wir direkt mit den Twitch Drops an und zwar gehen die vom 14. Juni 2023 bis zum 21. Juni. Hier kriegen wir einmal einmalige Belohnungen und einmal permanente Belohnungen, die wir jeden Tag bekommen. Zu den Belohnungen, die wir jeden Tag bekommen, zählt einmal Geheimkiste der Oase, das kriegt ihr bei einer Stunde, dann hier einmal zwei Stunden und wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, seht ihr dann die einmaligen Belohnungen, die kriegen wir einmalig insgesamt und hier könnt ihr dann die ganzen Belohnungen sehen, einmal bei 3 Stunden, 6 Stunden und 10 Stunden. Das nächste Event ist sehr cool und zwar könnt ihr dort umsonst Kaffersteine raus extrahieren. Dieses Event geht vom 14. Juni 2023 bis zum 12. Juni 2023. Und bei diesem Event könnt ihr zu 100% die Kaffras raus extrahieren und zahlt pro Kaffra nur 1 Silber. Außerhalb des Events kriegt ihr nur 95% der Kaffras zurück und zahlt viel, viel mehr Silber. In diesem Fall zahlt ihr außerhalb des Events 100.000 Silber pro Kaffra, den ihr rauszieht. Also wenn ihr sehr viel Silber sparen wollt, zieht die Kaffras lieber jetzt raus innerhalb dieses Events und nicht nach dem Event. Sind wir jetzt auch bei der nächsten Seite und zwar kriegen wir wieder Herausforderungsbelohnungen. Diese gehen dann vom 15. Juni 2023 bis zum 4. Juli. Und dort kriegen wir einmal für 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und 120 Minuten eventbläuliches Juwel. Dieses Event-Item, was wir in der Herausforderungsbelohnung bekommen, können wir gegen gewisse Items umtauschen. Und zwar einmal wertvolle Morgenkiste, Erweiterungskupor für Inventar, Kiste der Verstärkungshilfe und Erinnerungsfragmente. Wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, haben wir dann hier immer noch einen groben Überblick, gegen was wir die umtauschen können und wie oft. Hier einmal pro Familie hier die einmal die Items, dann einmal jederzeit umtauschbar. In dem Fall sind das die Memfrax, die Erinnerungsfragmente. Und hier seht ihr dann nochmal, was ihr aus dieser wertvollen Morgenkiste rausbekommen könnt. So, jetzt kommt die nächste Seite und zwar gibt es ein Event, wo wir durch Offen nochmal zusätzliche Sachen bekommen. Dieses Event geht vom 14. Juni 2023 bis zum 28. Juni. Während des Events könnt ihr mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Cortalus Herkunftsstein von Offen droppen. Und mit einer garantierten Chance kriegt ihr 2 bis 3 rumpelnde Erdsplitter und wiegende Windsplitter. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt zur nächsten Seite. Dort sieht man dann, dass wir wieder jede Menge Belohnungen bekommen, da das neue Gebiet rausgekommen ist. In diesem Fall, um es mal zu korrigieren, sind das Anwesenheitsbelohnungen. Hier habt ihr dann einen groben Überblick, was ihr da bekommen. Und zwar geht das von Tag 1 bis Tag 14. Und hier nochmal ganz fett angepriesen ist die Artefaktur und dort haben wir mit einer sehr geringen Chance Gamos Herz kriegen. Weltskonstruierte Magie oder Überbleibsel des Risses und dann noch ein paar Boss-Items, die sehr viel wert sind. So, bei dem nächsten Event ist der Schwarzgeistpass sehr hoch angepriesen. Und zwar könnt ihr euch diesen für 3500 Pearls kaufen, beziehungsweise 35 Euro. Und dort kriegen wir ebenfalls jede Menge Belohnungen. Auf der linken Seite seht ihr die ganzen Free-Belohnungen und auf der rechten Seite kriegt ihr nochmal die Extra-Belohnungen, die wir durch diesen Schwarzgeistpass bekommen. Mit enthalten ist Sagnus Gebrüll. Das kriegen wir nur, wenn wir diesen Schwarzgeistpass kaufen. Und hier habt ihr nochmal einen groben Übersicht, wie das dann in-game aussehen wird, beziehungsweise aussieht. So, jetzt gibt es auch jede Menge Angebote zu den ganzen Paketen zu Black Desert Online. Und zwar gibt es einmal Edition des Reisenden, das ist nur das ganz normale Game. Dann gibt es einmal die Edition des Wegbereiters, einmal Edition des Eroberers, da kriegt ihr nochmal ganz viele Sachen dazu. Und dann gibt es nochmal Special Box von Reisenden zum Wegbereiter, dann Special Box von Bereiter zum Eroberer und dann von den Reisenden zum Eroberer. In diesem Fall wird dieses Angebot bei Steam ab morgen starten. Und falls ihr genau wissen wollt, was in diesen Editions drin ist, könnt ihr euch nochmal in der Seite oder auf Steam informieren. Wenn ihr im Black Desert Online bisher noch nicht reingecashed habt, würde ich euch empfehlen, so euch so ein Paket zu kaufen. Denn dort kriegt ihr die Sachen viel, viel günstiger, als wenn ihr euch die jetzt direkt im Pearl Shop kauft. Und dann würde ich sagen, springen wir zur nächsten Seite. So, Events vorbei. Jetzt sind wir beim Perlenladen-Update vom 14. Juni 2023 angelangt. Und zwar gibt es jetzt gerade das Kostüm Tabek im Angebot für alle Klassen. Mit dabei ist auch der hoch angepriesene Schwarzgeistpass, den ihr euch kaufen könnt für 35 Euro bzw. 3500 Pearls. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man dann hier ein lukratives Angebot, gerade für neue Spieler. Dort enthalten ist ein Vorteilspaket, was 30 Tage geht, 30 Erinnerungen eines Handwerkers, einmal Inventarslots mit 16 und einmal Seele des himmlischen Pferdes. Dann könnt ihr euch noch entscheiden zwischen einer Auswahlkiste mit Set der Pferdeausrüstung, einmal magisches Holter die Polter, Kostümtauschschein oder zweimal Manis verfeinerter Treibstoff. Und als Bonus kriegt ihr nochmal jede Menge Lagererweiterungen für Städte des neuen Gebiets und einen 20% Rabattgutschein. Hier sieht man dann für 1350 Pearls kriegt man dann ein Vorteilspaket. Normal kostet das 1500 Pearls. Und hier kriegt man nochmal einen Bonus, einmal mystisches Bündel mit Kronsteinen und einmal goldene Glocke.
Und eins weiter runter ist dann ein 90-Tage-Futterspaket. Das lohnt sich extrem, weil normal kostet das 4.500 Pearls und hier in dem Angebot 3.600 Pearls. Als Bonus kriegt ihr seltenes Bündel mit Kronsteinen, nochmal eine goldene Glocke, 15 Waldschrei und 15 Lootrollen. Und immer noch weiterhin im Angebot, anlässlich der Season gibt es nochmal Charakterplätze. Hier sieht man dann noch ein Kronsteinangebot, was sich eher nicht lohnt, also kauft euch nicht für Pearls Kronsteine, weil die lohnen sich nicht. Jetzt halt der 135 Pearls für 50 Krons, also das ist ein sehr, sehr schlechtes Angebot. Welches Angebot hingegen sehr lukrativ sein kann, ist dieser Schlingel-Kebi und zwar kostet er 1800 Pearls. Dieses Pad hier gibt euch mehr Beuterate und ist ein Rare-Pad, also wenn ihr das noch nicht habt, lohnt sich das auf jeden Fall. Und alternativ für denselben Effekt könnt ihr euch den Polarfuchs holen, der hat ebenfalls Beuterate. Und wenn ihr die übelsten Lifeskiller seid und noch kein Igel habt, könnte dieses Angebot sehr interessant sein. Und zwar kriegt ihr da 50 Traglast, einen Igel, der eure Sammelmenge erhöht. Dann 8 Inventarslots und als Bonus 3x Event Parfüm der Schnelligkeit und 2x Mysterium Arznei der Pflanzenkraft. Die Pflanzenkraft geht dann insgesamt eine Stunde. Ein zweiter darunter ist ein etwas lukratives Angebot und zwar kostet das normal 4400 Pearls, das dann reduziert auf 3520 Pearls. Dort enthalten ist ein 30-Tage-Vorteilspaket, dann auch nochmal das Beuterate-Pad. Und ihr könnt noch zusätzlich noch einen Eagle zum Beispiel dazu holen oder einen Eisbär. Der Eisbär tut eure Fischfangzeit verkürzen. Der Eagle erhöht eure Sammelmenge. Und durch dieses Angebot zahlt ihr auch noch mal weniger, als wenn ihr euch die Sachen einzeln kaufen würdet. Oder wenn ihr zum Beispiel dieses Beuterate-Pad schon habt, könnt ihr dann auch dieses Angebot zugreifen. Das ist ein bisschen günstiger. Dort könnt ihr dann 3 Pads auswählen. Zum Beispiel, wenn ihr den Eisbär noch nicht habt, wie schon gesagt, Fischfangzeitverkürzung. Eagle Sammelmenge erhöhen. Der Pinguin tut ebenfalls eure Fischfangzeit verkürzen. Und dieses Tigerchen, den ihr hier unten seht, der gibt euch dann mehr Traglast. Also das ist auf jeden Fall einer der besten Pet-Angebote, die es jemals gab. Ein bisschen weiter runter gibt es dann wieder Lagerweiterungen für das nagelneue Gebiet Land des Morgenlichts. Hier unten gibt es dann auch wieder Silberbelohnungen und zwar können wir uns wieder daily Sachen abholen für Silber. Sehr, sehr günstig. Vom 14. Juni 2023 bis zum 28. Juni geht das. Am ersten Tag bzw. heute kriegen wir eine Kiste der Verstärkungshilfe für 100 Silber. Alle diese Angebote sind mit 100 Silber. Und am 15. Juni, also am Tag danach, kriegen wir 15 Erinnerungsfragmente. Am 16. Juni einmal seltene Belohnungskiste der Prachtpferdausbildung. Am 17. Juni kriegen wir dann 10 Loot Scrolls bzw. Beuterollen. Und am 18. Juni kriegen wir dann Verstärkungspaket der Stufe 2. Und am 19. Juli dann 100 Mastery Rollen, jeweils 3 Stück. Und zweimal Event Lara, zweimal schwarzer Tee. Und zu allerletzt kriegen wir am 20. Juni dann ein 60er Felsdeck. Was noch sehr wichtig zu erwähnen ist, diese Perlenladenangebote bzw. diese Silbersachen könnt ihr euch dann beim Perlenladen abholen, unter Schwarzgeld geprüft und dort müsste das dann auch aufgelistet sein. Und da sind wir jetzt auch bei den Patch-Notizen vom 14. Juni 2023 angelangt. Ich sag vorweg, dieser Patch ist sehr, sehr groß. Ich werde auf die wichtigsten Dinge von diesem Patch eingehen und jetzt keinen riesigen 2-Stunden-Guide dazu machen. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht viel um den heißen Brei herum und starten direkt mal los. Was wir als allererstes sehen, das Hauptupdate, und zwar das Land des Morgenlichts, so heißt das neue Gebiet. Hier könnt ihr euch dann nochmal den ganzen Trailer angucken. Ein bisschen weiter runter ist jetzt gezeigt, dass ihr gerade als neuer Spieler oder wenn ihr einen neuen Char stellt, eine Main Quest auswählen könnt. Und zwar ist jetzt eine neue dazu bekommen, und zwar Land des Morgenlichts, das ist das neue Gebiet. Um diese Hauptquest direkt am Anfang durchführen zu können, müsst ihr Level 56 sein, die ganze Magnus Questline fertig haben. Und was noch sehr wichtig zu erwähnen ist, dass gerade neue Spieler einen Gratis-Teleport zu dem neuen Gebiet haben. Und Veteranen müssen dann mindestens 16 Millionen Silber zahlen. So, mein Tipp am Rande, ich würde trotzdem die Berg des ewigen Winters bevorzugen, denn die neue Questline dauert ungefähr 12 Stunden. Von daher, wenn ein neuer Spieler dieses Video gucken sollte, nimmt lieber die mittlere Questline oder die linke. Ich habe es gerade grob angesprochen gehabt. Hier seht ihr dann nochmal die genaue Tabelle, wie viel das alles kostet, wenn ihr euch hinteleportieren wollt zu dem neuen Gebiet. Und da sind wir jetzt bei den neuen Content angekommen von dem neuen Gebiet, und zwar der Schrein. Diese neue Main Quest hat 2 Abschnitte. Der erste Abschnitt besteht aus 8 Kapiteln und der nächste Abschnitt dann aus 5 Kapiteln. Bei dem ersten Abschnitt habt ihr dann selber die Möglichkeit auszuwählen, mit welchen ihr anfangen wollt. Sobald ihr ein Kapitel ausgewählt habt, könnt ihr auch direkt bei dem finsteren Schrein reingehen. Jedoch würde ich gerade am Anfang davon abraten, da ihr gewisse Lichtops dafür benötigt, um Stats zu bekommen. In dem neuen Gebiet gibt es keine normalen Grindspots, wo ihr stundenlang eure Kreise rotiert, sondern es gibt Weeklies, die ihr insgesamt 5-mal pro Woche machen könnt.
Da könnt ihr euch dann zwischen 9 Bossen entscheiden, welchen ihr machen wollt. Aber wie schon gesagt, fangt erst damit an, wenn ihr durch die Hauptquest diese Lichtorbs bekommen habt. Denn diese bringen euch im Zweifel 50 AP und 100 VK. Und bei diesen Schreinen könnt ihr nicht mit eurem Main Gear rein. Also fokussiert euch lieber als erstes auf die Questline vor dem neuen Gebiet und dann auf diesen Schrein. So, es gibt eine neue Währung in diesem Gebiet und zwar heißt das Sangpyeong Cash. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Diese Währung kriegt ihr hauptsächlich von der neuen Hauptquest Land des Morgenlichts. Und mit diesem Item könnt ihr 500 gegen 30 aufsteigende Glut für die neuen Handschuhe umtauschen. Und da sind wir jetzt auch bei dem nächsten Punkt und zwar Freischaltung der Kristallplätze. Wenn wir die ganze Hauptquest-Reihe von dem neuen Gebiet freigeschaltet haben, kriegen wir 2 neue Kristallslots. Und zwar ist der Gegenstandsname dafür, damit wir diese Slots aktivieren können, klares Wasser von Dokaebi. Und zwar sind die Kristallslots, wie man auf diesem Bild sehen kann, einmal links unten und einmal rechts unten. Und dann würde ich sagen, sind wir nochmal bei dem finsteren Schrein angelangt. Der Weekly Reset von diesem finsteren Schrein ist immer montags. Ihr habt 5 Entries jede Woche. Beziehungsweise ihr könnt gegen 5 von diesen 8 Bossen kämpfen. Und zusätzlich gibt es noch 10 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aktuell gibt es leider nur 7 Stufen, die restlichen kommen durch zusätzliche Patches. Wenn ihr zum Beispiel Stufe 1 geschafft habt, kriegt ihr Loot. Und bei einer Wiederholung könnt ihr eure Unterwerfungszeit verbessern. Durch eine verbesserte Unterwerfungszeit steigt ihr höher im Ranking auf. Und zwar ist das Ranking so, dass es dementsprechend eurer Klasse ist. Das heißt, wenn ihr es zum Beispiel mit einer Guardia macht, gibt es noch viele andere Guardias und da kann sich zum Beispiel keine andere Klasse reinschummeln in diesem Ranking. Und damit ihr Stufe 6 freischaltet, muss irgendein Spieler von eurem Ranking die ersten 5 freigeschaltet haben. Im Umkehrschluss heißt es, desto höher ihr im Ranking seid, desto besseren Loot bekommt ihr. Und der Entry wird erst verbraucht, sobald ihr diesen Boss gekillt habt. So, da sind wir jetzt auch bei dem Schrein bei Energie der Sonne. Und zwar gibt es verschiedene Orbs, einmal Energie der Sonne, dann einmal Mondes und einmal Erde. Pro Orb kriegt ihr einmal 50 AK und 100 VK. Und aus diesem ganzen Orb kriegt ihr die ganzen Stats wie VK, AP, euer Gear wird nicht mitgezählt, beziehungsweise nur zu 10%. Und die anderen 90% bezieht ihr aus diesen Orbs bzw. Attribute. Dadurch wurde der Content auch sehr anfängerfreundlich gemacht, das heißt jemand der 700 Gearscore hat, hat jetzt keinen riesen Vorteil vom Damage her. So, hier ist dann auch einmal die Belohnungskiste, die wir bei diesem Schrein bekommen. Und oben hier seht ihr dann einmal die Sachen, die wir definitiv bekommen. Und unten die Sachen, die wir mit einer sehr geringen Chance bekommen. Sachen, die wir mit einer sehr geringen Chance bekommen können, sind Dans Handschuhe oder Flamme der Gemeinnützigkeit. Das ist die neue Flamme von dem Gebiet. Und hier habt ihr nochmal einen groben Überblick, je nach Rang, was für Boxen wir da bekommen können. Was sehr, sehr cool ist und so gut wie jeden ansprechen wird, ist das neue Abenteuertagebuch. Und zwar könnt ihr da 1 AP und 1 DP bekommen. Die meisten Sachen dafür schaltet ihr während der Hauptquestline frei und ein paar Sachen müsst ihr so machen. Und da sind wir jetzt auch bei dem nächsten Punkt und zwar Vitalität des Tabek. Das ist ein neues Item. Und zwar kriegen wir dieses Item während der Hauptquestline vom neuen Gebiet. Damit können wir einmal den Tabek-Gürtel herstellen. Hier könnt ihr dann die groben Stats für den Gürtel sehen. Und der Hauptgrund, warum man diesen Gürtel benutzt, ist, dass sobald ihr den ausgerüstet habt, eine Fähigkeit ausführen könnt, der euch mehr AP, DP und Präzisionsrate gibt. Der Buff gibt euch dann je nach Stufe 5 bis 30 AP, 10 bis 50 VK und 0 bis 5% Präzisionsrate. Dieser Buff hat eine Abklingzeit von 10 Minuten und hält insgesamt 60 Sekunden. Und wenn ihr mit euren Mates in einer Gruppe seid, könnt ihr die mitbuffen. So, da sind wir jetzt auch bei dem nächsten Punkt und zwar Illusionsjuwel. Und zwar könnt ihr damit den neuen Deborica O-Ring herstellen. Den Illusionsjuwel könnt ihr mit einer gewissen Chance vom neuen Schrein bekommen, der Stufe 4. Und dann gibt es noch dazu einmal Träne der Illusion. Das Item braucht ihr einmal, um das Illusionsjuwel herzustellen. Mit dem Illusionsjuwel könnt ihr dann wiederum den Deborica O-Ring herstellen. Und diesen kriegt ihr ebenfalls von der Stufe 4 von dem neuen Schrein. Hier seht ihr dann nochmal die ganzen Stats von den jeweiligen Stufen von dem neuen Deborica O-Ring. Als Set-Effekt gibt es dann 12 AP, wenn ihr 3 Deborica-Teile habt. Und dann sind wir noch bei der neuen Flamme von dem neuen Gebiet angekommen, beziehungsweise auch die Flamme für die Handschuhe. Und zwar besteht eine Flamme aus 500 Embers, beziehungsweise Glut. Diese Glut könnt ihr entweder durch einen Schrein bekommen. Beim Dokaebi-Wald gibt es dann noch einen Ausgrabungsposten, da könnt ihr zum Beispiel einen Worker hinschicken und der baut dann diese Glut ab. Oder ihr könnt 1 zu 2 eure Crystallized Despairs bzw. kristallisierte Verzweiflung umtauschen gegen 2 Embers. So, hier sehen wir dann nochmal ein Bild von den neuen Dans Handschuhen.
Und hier einmal die Evasion und die DR-Variante. Auf der linken Seite seht ihr, beziehungsweise bei den blauen Handschuhen, seht ihr die DR-Variante und bei den grünen dann die Evasion-Variante. Und noch dazu könnt ihr die ganzen Stats, die ihr pro Stufe bekommt, sehen. Wichtig noch zu sagen ist, dass ihr die Handschuhe nur einmal machen könnt und ihr müsst die neue Hauptquestline vom neuen Gebiet freigeschaltet haben, um diese Handschuhe machen zu können. Wenn ihr diese Handschuhe habt, könnt ihr die auch umtauschen. Wenn ihr zum Beispiel Damage Reduction habt und doch auf Evasion swappen wollt, könnt ihr dies dann auch machen. Und zwar müsst ihr dafür beim Wasserfelddorf bei Heung-Yong hingehen. Dort übergibt er dann 200 Überbleibsel der brennenden Sonne und könnt dann von Damage Reduction von Evasion wechseln oder umgekehrt. Und das müssen dann in Summe knapp 1 Milliarde sein. Hier wurden dann auch neue Crystals hinzugefügt, und zwar Bongwangs Träne, dann einmal Hetes Träne und einmal Girins Träne. Diese Crystals geben mehrere Stats auf einmal in ein Kristall. Diese Fragmente dafür, um diese herzustellen, kriegt ihr durch diesen Schrein mit einer gewissen Chance. Der Hetes Kristall ist eher defensiv, der Bongwangs Kristall ist eher für PvP gedacht und der Girins Träne, also beziehungsweise Kristall, ist eher für PvE gedacht. Und hier wurde dann noch zusätzlich zu den Kristallen ein neues Item hinzugefügt, und zwar Kristall der Harmonie. Kristall der Harmonie könnt ihr bei dem finsteren Schrein bekommen oder bei dem Ausgrabungsposten Dokebi-Wald. Und mit diesem Item könnt ihr dann verbesserte Versionen von dem Gerbisch-Kristall herstellen, vom Makalot-Kristall und vom Boom-Kristall. Und zusätzlich gibt es dann auch für Lifeskiller coole Kristalle. Damit ihr diese Lifeskill-Crystals herstellen könnt, braucht ihr einmal Kristall des Walds. Diese bekommt ihr durch folgende Methoden. Entweder mit Scharfschützenjagd, beziehungsweise mit dem neuen Gewehr, was wir da bekommen haben, quasi Lifeskill, beziehungsweise Jagd. Und beim Angeln können wir das ebenfalls bekommen, bei dem neuen Gebiet. Und bei dem Ausgrabungsposten Dokebi-Wald. Oder zum Beispiel beim Bartern. Von diesen ganzen Crystals, von jedem Lifeskill, gibt es einmal 5% Arbeit-DP und einmal eine Version mit 10 Mastery, beziehungsweise Meisterung. Und hier sieht man nochmal, was ihr alles dafür benötigt. Und wo sich der Quest-NPC befindet. So, nächster Life-Skill-Punkt, und zwar wurde jetzt das Sammeln-Minispiel hinzugefügt. Diese schaltet ihr frei, wenn ihr mindestens Fachmann 1 beim Sammeln erreicht habt. Um dieses Minigame freizuschalten, müsst ihr dann eine Quest machen. Die kriegt ihr dann bei Shorong. Und hier habt ihr dann eine Übersicht, wie diese Minigames aussehen. Wenn ihr mit diesem Minigame sammeln oder jagen geht, habt ihr eine sehr geringe Chance, 1000-jähriger wilder Ginseng zu bekommen. Hier habt ihr dann eine grobe Übersicht, was für Stats euch das gibt. Und wichtig ist noch zu erwähnen, dass ihr bei dem Minigame viel, viel mehr bekommt und viel, viel mehr Energie verbraucht. Da sind wir jetzt auch bei dem Präzisions- bzw. beim Scharfschützengewehr fürs Lifescan angekommen. Das Scharfschützengewehr könnt ihr dann bei der Dokaibi-Werkstatt vom neuen Gebiet herstellen. Beziehungsweise Präzisionsgewehr. Und hier seht ihr die ganzen Sachen, die ihr dafür benötigt. Durch das neue Gebiet wurden auch neue Foodbuffs hinzugefügt, die euch sehr viele Stats geben. Und hier habt ihr nochmal eine grobe Übersicht, was ihr für Stats dafür bekommt. Hier habt ihr jetzt einen groben Übersicht von den ganzen Arbeitern. Und zwar gibt es bei dem neuen Gebiet einmal Dokaibi-Arbeiter, Dolzwe-Arbeiter und Dachträger-Arbeiter. Die Dolzwe-Arbeiter sind die ganz normalen Menschenarbeiter. Die Schildkrötenarbeiter sind die ganz normalen Riesenarbeiter. Und zu allerletzt sind die ganzen Dokaibi-Arbeiter die Goblin-Arbeiter. Durch das neue Gebiet gibt es jetzt auch neue Kochnischen und Alchemietische. Diese könnt ihr dann bei Haus Nummer 2 bei Wasserfelddorf Nampo herstellen. Und zwar seht ihr dann hier auch dann die ganzen Rezepte, die ihr dafür benötigt. Was für Roleplayer sehr interessant sein kann, ist, dass es jetzt auch neue Villen im neuen Gebiet gibt. Einmal dieses ganz große hier und einmal diese kleine Hütte. Hier habt ihr dann auch dazu noch ein paar Bilder, wie das ungefähr alles aussehen wird. Jetzt gucken wir ein bisschen weiter runter. Und es wurde anlässlich des neuen Gebiets auch ein neues Schiff hinzugefügt. Die einzige Information, die ich für das neue Schiff habe, ist, dass ihr keine Karacke dafür benötigt. Und falls euch das mehr interessiert, guckt euch lieber Guides oder so dazu an. Ich erzähle bei diesem Patchnote-Video nur, was alles neu dazugekommen ist. Ich selber kenne mich jetzt mit Bartern leider nicht so gut aus. Hier könnt ihr auf jeden Fall sehen, was ihr alles dafür benötigt. Und zwar könnt ihr für dieses Schiff einmal eine Weekly-Quest machen und dann braucht ihr noch gewisse Items, die ihr durch Bartern bekommt. Für Angler könnte das sehr interessant sein, und zwar gibt es wieder jede Menge Fische von dem neuen Gebiet und dazu noch jede Menge viele Titel. So, Magierin und Magier wurden von Damage her gebufft und der Teleport von den beiden Klassen wurde so gemacht, dass ihr auch direkt eine ganze Gruppe mitnehmen könnt. Bei der Wusa wurde dann von gewissen Skills der Groll des Schwarzgeist erhöht und bei dem neuen Gebiet habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, ein Pferd auszuladen.
Und wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man auch, dass es auch Church Buffs gibt. Und zwar könnt ihr die ganzen Church Buffs bei dem NPC Yomsum abholen beim neuen Gebiet. Ja, das waren die sehr langen BDO-Patch-Notes vom 14.06.2023. Ein etwas großer Patch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, was mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Feedback und eine positive Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und tschüss.